Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im LS22 auf der La Coronella. Ja, hab noch ein bisschen Mühe mit der Anmoderation in dem Projekt. Das kommt noch. Ja, ich bin mit meinem schönen kleinen Anhänger, ne, unterwegs in die Stadt runter. Ja, was lief bis jetzt? Wir hatten gestern, also noch kurz OOC, wir hatten gestern Abend, habe ich ja meine Felder noch gekalkt. Gab es da? Ich glaube, da gab es eine Aufnahme. Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Habe da das fertig gekalkt alles. Kalksteuer wieder hochgebracht zum Carlos und dann ist anscheinend sind die Safe Games abgeschmiert. Das heißt, heute Morgen war immer noch dasselbe Safe Game von gestern Abend da und sonst nichts. Sprich, wir haben jetzt das Ganze hoffentlich behoben und ich musste dann nochmal mit dem Kalksteuer durchfahren. Zumindest haben dann gespult auf den nächsten Tag, weil er heute eigentlich Juni ist. Und müsste jetzt passen. So. Aber ich bin wegen was anderem hier unten. Ich wollte euch das nicht zeigen, sondern ich möchte ein Fahrzeug kaufen, das ein bisschen schneller oder flotter unterwegs ist. Mit Anhängerkupplung. Muss jetzt keine 80 oder so fahren, aber halt die 40, die der kleine Kubota hier fährt. Mit seinen was 25 PS. Bisschen mehr wäre schon schön. Und ich möchte mir noch zwei Kanister Benzin kaufen. Ja, moin. Genau, was wir hatten vorhin noch kurz Gemeinderatssitzung. Ja, moin. Und wir haben besprochen diverse Anträge. Ja, war jetzt nicht so spannend für euch, deshalb habe ich jetzt das nicht aufgenommen. Zum Beispiel das Bauamt, was er hier ist, hat jetzt die Parzelle 76 hat er beantragt. Haben wir auch zugesagt, dass die Kalkproduktion kann das Bauamt Kalk produzieren und das dem Landhandel verkaufen. Ne? So funktioniert das. Wir haben auf unserer Webseite haben wir diverse Tools eingebaut und da kann man Anträge drüber stellen. Warte mal, ich kann euch das mal ganz kurz. Ganz kurz zeigen. City hat man so, ne? Hat man zum Beispiel Bauantrag, kann man Name, Bauvorhaben, was auch immer. Kommt dann da rein, dann kann man auch Parzellen kaufen. Haben alle Parzellen schön aufgelistet nach Feldnummer, Größe, Parzellennummer. Kann man das gleiche machen. Wir haben die Produktion, die Fertig Master rein, weiß eine spanische Karte ist, da haben wir sogar eine Übersetzung. Tool und. Ja, das spielt sich alles im Hintergrund unserer Webseite ab. Genau, so funktioniert das ein bisschen administrative bei uns. Ist einfach, derjenige kriegt eine E-Mail mit dem Antrag alles. Dann werden wir das rübergehen, mal in der Gemeinderatssitzung besprechen. Und dann genehmigen oder ablehnen. Dann haben wir einen neuen Nachbar und zwar den Herr. Wer ist das schon wieder? Anton Heb, der bei mir kurz gearbeitet hat. Der hat einen Antrag auf den Hof gestellt hier. Also alles, was orange ist. Das dunkle Orange. Der hat er bewilligt gekriegt. Ist jetzt offiziell Landbesitzer. Jo. So, aber wir sind immer noch
Ja, jetzt habe ich nicht gesehen, wer das ganze Zeug mitgenommen hat. Egal. Was ich mir auf jeden Fall kaufe, ist Fahrrad. Und zwar, nehmen das in einer geilen Farbe. Oh, das ist ein schönes Blau. Ah, nicht schlecht. Ach, scheiße. Fahrrad kostet 450, Farbe 2000. Das ist egal. Ich möchte ein Fahrrad haben. Kann man ab und zu mal eine kleine Fahrradtour machen. Dann wollte ich kaufen. Ja, wir haben die Regel, dass keine Tankstelle am Hof gekauft werden darf, sondern man muss an die entsprechenden Tankstellen. Aber wir haben Kanister mit AdBlue und Benzin da drauf. Dann werde ich jetzt nämlich mal. Der reicht mir eigentlich dann ewig, ne? Und dann bin ich, habe ich denn für eine Hochfarbe? Gibt's nicht. Mach mal die grau. Kaufen wir mal 60 Liter. Kaufen wir mal zwei davon. Ich hoffe, dass man die wieder beladen kann. Ist das Hitchcock, die Vögel oder was? Geht weg. Huch. Ich habe definitiv nicht ich gekauft. So. Dann nehmen wir den mal. So. Ein kleines Kanisterchen. Und ich bin mir am Überlegen, ich habe natürlich die Fahrzeuge schon ein bisschen durchgeschaut. Und wir haben zurzeit noch relativ wenig drauf, was so noch normale Fahrzeuge, also Straßenfahrzeuge, PKWs trifft. Was war jetzt das? So. Und das auch aufheben? Nee. Und deshalb habe ich mir überlegt, ob ich mir, ja, die kenne ich ja sowieso schon. Der ist vergeben. Bus muss ich mir nicht kaufen. Die sind auch schon alle vergeben. Das sieht cool aus, aber nee. Und deshalb habe ich mir überlegt, ob ich mir einfach noch den kleinen Kubota hole. Der kostet, die brauche ich nicht dran, aber die Stoßstange 12.500, ein Schnäppchen. Dem her. Vorne und hinten. Grund, dass ich immer so eine Random-Nummer nehme, dann weiß der Polizist nicht gleich, wer da drin sitzt. Komm, wir kaufen jetzt den. Dann haben wir nämlich beide Kubota mal ausprobiert. Ist unten? Jawohl. Und haben wir sicher immer eins am Haus, so einen kleinen Quad und auch auf dem Hof. Dann kann auch der Mitarbeiter, wenn ich dann mal einen habe, wir suchen übrigens immer noch Leute, ne? Er kann. Oder echt gut durchstarten.
Komm schon! Komm! Nein, nein! Ist gar nicht so einfach, wie es ausschaut. Man darf nicht zuschauen. Pablo, das sieht sehr interessant aus. Und schickes Fahrrad, meins steht da hinten. Ja, hab ich gesehen. Und ganz, ganz, ganz klassisch, irgendwie einfach nur an der Laterne dran. Ja, ich versuche das gerade irgendwie hier aufzukriegen, anständig, aber es hängt. Ja, wenn du so weitermachst, dann kannst du noch ein Kabel dran festmachen und dann kannst du Strom erzeugen. Ja, genau. Aber ich denke, das sollte halten bis zu Hause. Puls ist ja nicht da. Hey, ich drück dir die Daumen. Ich danke dir. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Sieht tatsächlich interessant aus. Ich darf jetzt einfach nirgends hängen bleiben. Das ist so eine blöde Einfahrt mit dem Hänger. Aber wieso denn? Der bleibt hier an... Jetzt. So. Warten so einen fetten Glas. Eine Fresse. Ist ganz schön Betrieb am Händler. Händler suchen wir übrigens auch noch, Leute. Einfach rein informativ. Wenn da jemand Bock hat, auf dem Hof zu helfen und gleichzeitig noch ein Händler oder wie auch immer. Webseite, Bewerbung. Freuen uns auf euch. So. Oder was? Nee. Wäre auch zu spät gewesen. Was ich nachher machen möchte. Und zwar mit euch zusammen. Also wahrscheinlich nicht alles. Weil sonst machen wir, keine Ahnung, 2 Stunden Folge oder so, gefühlt. Sondern ich möchte mit dem neuen Quota eine Spritztour durchs Dorf machen. Mir mal ein bisschen die Produktion anschauen. Fahren wir in Außenansicht. Oh. Besser. Dann mal überlegen, kaufen wir eine Produktion, weil wir sollten langsam wissen, wo das es hingeht. Weil der Thiago hat uns ja auch schon gefragt, ob wir Interesse haben, mit ihm Produktionen zu machen. Muss ich ehrlich gestehen, weiß ich nicht, ob ich das machen möchte, weil ich eigentlich kenne ich ihn ja gar nicht. So wirklich. Und das Projekt hat ein gewisses Risiko, ne? Und ich meine, es sind auch Produktionen, da wird man locker mal 100.000 investieren müssen. Und 100.000 investieren und dann die Hälfte der Produktion Einnahmen zurückzubekommen, dauert lange, bis das amortisiert ist. Und deshalb möchte ich mal schauen gehen,
Was hat es in der Gemeinde? Weil ich kenne bei weitem noch nicht alle Produktionen. Und auch in welche Richtung geht's? Weil ich denke, das sollte mal langsam uns im Klaren werden. Was wollen wir sonst noch machen? Also Mandeln und Pistazie ist klar. Das Rock, das wäre cool, keine Frage. Aber irgendwas nebenbei. Weil sonst sind wir. Also wenn ihr das seht jetzt hier im Kalender, ne? Mandel, Pistazie, März bis Juni, quasi pflügen, düngen, kalken. Oktober. Ernten. Hier habe ich 1 bis 2 Monate. Dann haben wir 2, 4, 5. Wir sind eigentlich 3 Monate im Jahr mit Mandeln und Pistazie am Arbeiten. Und 9 Monate am Warten. Meine Frage ist, was wollen wir machen in den restlichen 9 Monaten? Und vor allem auch, wenn wir einen Mitarbeiter haben, dann wird dann der Hof schnell wachsen. Und wird sich, denke ich, auch ein bisschen wandeln. Und wenn wir uns da schon ein bisschen Gedanken gemacht haben, wo könnte es hingehen, wäre schon nicht schlecht. So, wir haben es geschafft. Sehr schön. So. Dann. Bin gespannt, ob ich jetzt das Fahrer wieder runterkriege. Jawohl. So, und das Fahrrad stelle ich jetzt einfach mal hier hin. Okay. Die Tonne Kollision. Oder das Fahrrad. Hat der Spanngurt, da habe ich gesehen. Das ist geil, da kann man auch mal einen Benzinkanister kaufen gehen. So. Motor ausmachen. 30 fährt das nämlich. Das ist gar nicht so übel. So. Und der fährt nämlich 65. Das ist gut, wenn man mal schnell irgendwo hin muss. Halt. Ich muss lernen, die Motoren auszuschalten. So. Also das mit den Produktionen oder wo auch. Heute geht das gar nicht. Ja. Viel besser. Oder was es auch immer gibt, das ist der Grund, wieso dass ich immer noch auf die Kosten schaue, wenn ich eben so ein Gefährt kaufe, das ist nicht das 60.000 kostet, sondern 20.000 oder was auch immer. Darum, ja, wir versuchen da noch ein bisschen zu sparen. Kann ich die Klappe hier irgendwie aufmachen? Ah, so. Einmal.
Du müssen wir wahrscheinlich nie mehr kaufen. Puh. So. Den auch noch oben drauf. Oh. Da. Perfekt. Ist auch wieder nur. Da. Dann würde ich aber sagen, was hat denn der noch für Funktion? Spanngurte, ne, ist klar. Überstarten. Lässt sich abkippen. Ist auch cool. Ante lässt sich auch so bedienen. Okay. Dann war nur der Fahrersitz, ne? Da hält er sich auch fest. Okay. Ja, Leute. Das war's dann aber auch wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ihr schaut auch das nächste Mal wieder vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen und ein Abo da. Wenn nicht, natürlich auch. Immer ein positives, ne? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.